Hey, wir haben ja 128 Leben, das ist genauso wie das Mario-Spiel, das nie rauskam. Wir spielen 3D-Land weiter, was geht. Du meinst Pikmin 3D. Pikmin 3D du meinst hieß Welt hey 7.1. Das hieß Hey Der Pikmin, große Pikmin Strand. 3D. Wir werden das jetzt einfach alles skippen. Nein, wenn wir nicht, aber ist es nicht cool, dass man das machen kann? Das Spiel gibt dir, das ist quasi wie Breath of the Wild. Du meinst Tears of the Kingdom. Tears of the Wild, ja. Habt ihr schon mal ein Zelda-Spiel gespielt? Ich auch. Habt ihr schon mal Hey Pikmin gespielt? Nein. Während wir das aufnehmen, ist gerade Breath of the Wild erschienen. Während wir das aufnehmen, wurde tatsächlich gerade Pikmin 5 angekündigt. Ja, wir nehmen das in der Zukunft auf. Ja, die Zukunft ist Vergangenheit. Ja, es ist warm draußen. Der Part kommt wahrscheinlich im Dezember. Ja, es ist warm draußen. Erderwärmung hat uns alle niedergemacht. Was haltet ihr eigentlich von der Erderwärmung? Glaubt ihr, sie existiert? Schreibt's mir in die Kommentare. Haltet ihr das für wahrscheinlich? Oh, ich find's gut, da muss ich keine Decken mehr kaufen. Ich find's gut, da muss ich nicht immer so viele Heizkosten zahlen. Dann macht die Erde das einfach selbst. Dann der Schnee war sowieso immer die Heizkosten. Hier ist keine Starcoin? Okay, das wundert mich jetzt gerade. Ja, das ist aber ein langweiliger Secret Room, weil hier ist nichts. Warum soll ich dann hier hingehen? Aber Chris Houlihan ist doch in dem Raum. Ich fand das immer super, als ich ein Kind war und mit Freunden oder so Mario Bros. Wii gespielt habe. Immer wenn wir 3 Star Coins hatten und Leute halt trotzdem Secret nachgegangen sind, habe ich so gemeint gehabt, hä, warum machst du das? Da ist gar nichts mehr, wir haben alle Star Coins. Hör auf, Zeit zu verschwenden. Oh, ich war fast jemand, der vorausgerannt ist. Nee, das war ich nicht. Ich schon. Ja, so. Aber New Super Mario Bros. Ist sowieso keine Ahnung. Ich hatte den Wii-Teil mit meinen Geschwistern früher viel gespielt und irgendwann haben wir uns immer so in die Haare bekommen, dass meine Mutter gemeint hat, so, das machen wir jetzt aus, ihr geht jetzt raus, geht euch verprügeln und dann kommt wieder rein. Ja, ich hatte auch mal das so... Das war quasi wie der eine Tag auf Nick. Ich hatte auch mal wegen Mario Bros. Ah, da habe ich mal Super RTL geguckt an dem Tag. Ja, da hast du dir gedacht, okay, dann habt ihr jetzt eben den Kunden verloren. Nee, das war so, das war meine Eisblume. Ja, genau, sowas. Weil, oder hör auf, mich zu greifen und zu werfen, oder sowas. Aber weißt du, ich habe ja New Super Mario Bros. U nochmal gespielt, Multiplayer. Und das Greifen ist gar nicht so das Problem, aber dieses fucking, die Hitbox von den Items, die spawnen immer viel zu nah beieinander. Du sammelst teilweise Items auch aus Versehen einfach auf, weil die viel zu nah beieinander sind. Ja, oder wenn einer... Oder wenn ihr sowas mit, wenn ihr sowas mit Münzen habt oder so, wenn ihr so Münzen sammeln müsst und dann fallen zwei Items und ihr steht irgendwie nebeneinander, dann kannst du sicher sein, dass nur einer ein Item kriegt. Ja, das oder was auch ist, wenn der eine aus Versehen irgendwie die Itembox zu früh aktiviert und du es dann nicht rechtzeitig schaffst oder so. Ja, deswegen ist 3D World das bessere bei dem Mario. Das war ja toll. Gute Arbeit. Aber kein Problem, Gengo, du kannst ja alles über. Es wird jetzt reingeschnitten. Ja, na, wer findet diesen Joke noch lustig? Wir haben übrigens entschieden, dass Gengo die Parts schneidet. Ja, hab ich gerade getan. Ja, habt ihr ja alle gesehen. Oh, wir haben 2 Level-Ups dazu bekommen. Das ist ja nett. Wohl beim Gehört ist das Schatten, ja. Das kommt später noch. Und für die Bird kannst du, wenn du schon Power-Up hast, dann wird das ja einfach in so eine Box reingepackt und du kannst es dann einfach rauswerfen dann. Ich war selber überrascht. Ich weiß nicht, warum die das in New Super Mario Bros. Nicht gemacht haben. Einfach weil es nicht drin war, oder? Die hatten diese Itembox nur auf der Overworld irgendwie. Ja. Es ist. Oh Gott. Weißt du, 3D. Da hatten wir doch auch schon mal ein paar drüber geredet. Rausgekommen. New Super Mario Bros. Sind so veraltete Spiele. Ja, aber ich mag sie trotzdem irgendwie. Halt kam 3D World nicht sogar nur ein Jahr später raus, 2013 oder so? Ja, und jeder hat es. 3D World ist ein Spiel, wo die Leute viel zu piss drauf waren, als es rauskam. Ja, das stimmt. Spiel. Oh, guck euch den Wald da unten an. Der ist super. Das finde ich mittlerweile auch. Da unten sind Bäume. Warte. Ich sehe keine Bäume. Da. Bring mal runter und sieh nach. Alter, die Bäume, die sind aus Mario 64. Das ist voll Worldbuilding hier gerade. Das ist nämlich das Schloss von Förster Peach. Also Schloss im Himmel. Das ist doch gut, wir haben es gefunden. Toll. Das hätte jetzt nicht sein müssen, das war unnötig. Ja, aber was ich auch nicht sehe, ist zum Beispiel, dass wenn Leute sagen, dass Mario Bros. New Super Mario Bros. Gespammt wurde, was nur 2012 der Fall war. Denn davor war kein Mario Bros. Wii, kam 2009 raus und DS 2006.
Ich finde, es ist nicht so schlimm. 2012 war halt nur das Jahr, wo zwei Spiele rauskamen. Ja, und 2013 und kam dann New Super Luigi U raus. Ja, stimmt. Ich aber das unterscheidet sich zumindest ein bisschen, ja. Ich habe übrigens auch nicht New Super Mario Bros. U gespielt. Ich habe Luigi gespielt dann, weil ich mag Luigi mehr als Mario in dem Spiel. Weil ja, es ist ein kürzeres Spiel. Erstens ist es kürzer und es hat so ein bisschen durch dieses Zeitlimit mit den 100 Sekunden und durch dadurch, dass du wie ein Arsch rumrutscht, ist natürlich sehr viel nicer. Außerdem ist Luigi einfach cool. Ja, der hat mehr World Building. Ja. Der hat mehr. Er hat mehr. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, er wurde in Sunshine erwähnt. Da haben sie gesagt, oh, könnte doch jemand mit dem Staubsauger mal vorbeikommen und diese Geister einsaugen. Ich wollte einen Staubsauger, aber ich hab nur den Dreck weg! Das waren nicht jetzt Worte. Siehst du, das ist schon einer der Gründe, warum 3D World nicht das schlechteste 3D Mario Sunshine existiert. Ja, das ist wahr. Das ist ein wahrer. Oh, Grund. Oh, das ist ja ein 2D-Level. Das Besondere an 3D-Land ist, dass es auch 2D-Elemente hat. Das Besondere an 3D-Land ist, dass es existiert. In 3D-Land und 3D-World verstehst du zumindest, was das Ding ist, was du machen musst. In Sunshine oder Mario 64 ist das teilweise so unverständlich, was überhaupt deine Quest ist. Da weißt du es halt nur, weil du irgendwie 100 Let's Player schon gesehen hast, die das alle mal gemacht haben. Ja. Deswegen magst du Quest? Ich schieß mich mit der Kanone dahin. Ich mag's, dass du Quest dazu gesagt hast. Hm? Ja, es sind Quests. Ich wünschte, Mario-Spiele hätten Side-Quests. Ich meine, im Grunde gibt es bei Mario Sunshine manchmal sowas wie bringe diese Frucht zu jemandem. Oder rette den Mann von der Insel. Ja, stell dir vor, die wären wirklich so ein bisschen wie in Zelda, wo du, keine Ahnung, das über mehrere Welten aufbaust, dass dann ein Goomba und ein Koopa eine Hochzeit feiern oder sowas. Ich überleg gerade, ob Odyssey sowas hatte. Nee. Weil manchmal gab's da ja auch Hochzeit. Manchmal musstest du ja pflanzen irgendwie. Wobei, das war aber keine Sidequest. Ja, aber da musstest du eine Weile warten, bis die geschlüpft sind, die Blumen. Ich meine, du konntest in New Donk City mit dem einen Typen auf der Bank reden und der hat dir dann einen Mond gegeben. Ja, vieles. Ja, eigentlich waren die meisten Monde ja irgendwie Sidequests. Weil du brauchst ja echt wenig, um das Spiel durchzuspielen. Ja. Das ist halt leider nicht perfekt. Genau, aus diesem Grund ist das Spiel leider nicht perfekt. Es ist gut, dass wir das seit Tagen uns lustig machen. Das wird auch nie aufhören. Das ist ein Meme. Memes leben ewig. Ist es bei mir halt wirklich? Oder wie Johnny sagen würde, ich werde zu Meme, oh Mann. Oh Mann! Wenn ich das nur verhindern würde, indem ich keinen Blödsinn reden würde. Nein, Johnny ist ein guter. Ja, Johnny ist Johnny. Das klang abwertend. Das ist Johnny. Das meinte ich aber nicht. Das ist auch ein cooles Level. Oh, TikTok, die Trauma. Weil wisst ihr, wo ich. Ich habe da wieder drüber nachgedacht, weil ich hatte halt diesen einen Streamer geguckt, der irgendwie Sunshine das erste Mal gespielt hat. Streamers? Nee, der spielt auch keine guten Spiele. Warte, deswegen ergibt's Sinn. Der war im Hotel, der hatte die Mission gemacht, wo du mit den Geistern da hochgeklettert bist. Und dann die nächste Mission ist halt dieser komische Irrgarten da im Hotel finden und der hat halt gar keinen Plan, was er machen soll. Und ich dachte mir so, ja, wie sollte man auf die Lösung davon eigentlich kommen? Weil ich wusste halt auch nur, weil ich es irgendwann mal nachgeschaut hatte in einem Guide oder so. Ich wäre nie darauf gekommen, dass du irgendwie random bei der Toilette durch den Boden springen musst und dann diesen seltsamen Gang da finden. Das ist diese Mission. Ja, stimmt schon. Ich glaube, da hang ich auch sehr lange, bis ich gegoogelt habe. Ich sag euch auch, diese fucking, wie heißt das Hotel? Serena Safino irgendwie so? Keine Ahnung, die Hotelwelt aus. Ich glaube, die Hotel. Sirena, Sirino. Ja, auf jeden Fall. Hotel aus Sunshine ist das schlechteste Level in einem 3D Mario. Boah, ich glaube, in Sunshine gibt es noch schlimmere. Es gibt zum Beispiel wo die erste Mission quasi, wo der Boden Lava ist. Ich weiß nicht, ob das die erste Mission ist oder die zweite. Ja, aber da mag ich halt nur die zweite Mission nicht.
Das ist so schlimm. Ja, weil Lava verhält sich halt super komisch in dem Spiel. Du bist es gewöhnt, dass dich die irgendwie hoch... Oh, ja, aber da bounce du irgendwie weird im Kreis. Ja, du hast keine Kontrolle, sobald du ein Pixel davon berührst. Ja, das ist die Welt, wo die Palmas wohnen, auf diesen Bäumen da. Oh, finde ich auch nicht, die finde ich auch nicht gut, aber Hotel. Ich hasse das Hotel halt mehr. Ich finde es gut, wie wir direkt geklärt haben, okay, das schlechteste Level in einem 3D-Mario muss in Sunshine sein. Da ist das Level, in dem Rakin einen Part gemeint hat, er freut sich drauf. Jetzt sind wir endlich da. Ja, ich freue mich. Ich fand das damals so cool, als ich die Welt in Super Mario Galaxy 2 gesehen habe. Ja, das war nämlich so kreativ. Weil mein Bruder hatte natürlich seinen eigenen Account in dem Spiel. Ich hatte meinen eigenen Account. Meine Schwester hatte keinen Account. Die durfte Sternchen spielen, weil wir Sexisten sind. Und ich erinnere mich halt noch, dass ich ihn dann überholt hatte, weil er weiß nicht mehr weswegen, aber war halt den Abend weg und dann war ich schon in der Kreissägenwelt gewesen und er kannte ihn noch gar nicht. Das ist doch gar nicht so lange her. Du hast doch erst vor relativ kurzem 3DS gekauft, meine ich, oder nicht? Ich habe von Mario Galaxy 2 gesprochen. Achso. Ich habe auch gerade gedacht, aber gut. Ja. Ich hab zu Anfang Mario Galaxy 2 gesagt. Du spielst das auf dem 3DS. Ich meine, du hast es nicht gesagt, aber Cope halt, okay. Ja, du kannst ja in die Aufnahme nochmal reingucken, wenn ich mich irre. Nein, das würde ich nicht. Gib mir 10 Euro. Ob du diese Aufnahme anguckst. Warum sollte ich dir Geld geben? Ja, aber ich fand die Welt so cool, als ich das erste Mal da war. Und dann fand ich so schade, weil das ist Galaxy 2 ist, das Spiel. Das heißt, man war da eigentlich nur für eine Mission drin und ich hätte mir gewünscht, dass noch viel mehr mit den Kreissägen gemacht wird. Und deswegen fand ich es auch cool, als ich dann in Freeland in der Welt drin war und mir dachte, oh, sie bringt es zurück. Cool. Wo wir gerade noch die Assets hatten. Ja, das wollte ich gerade sagen, weil wegen den Assets, manchmal frage ich mich auch, ob das Mario-Model von 3D-Land und so, ob das auch einfach von Galaxy ist. Ja, stimmt. Weil ich glaube, die sehen sich schon ähnlich. Ich glaube, 3D-Land ist rundlicher. Ja gut, halt, da wären vielleicht ein bisschen was dran weggenommen worden sein oder so, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es einfach das ist. Es ist auf jeden Fall dasselbe Team dahinter. Die Leute, ist ja auch viel, ähnelt ja in bestimmten Aspekten auch Galaxy. Aber bei 3D-Land sehe ich es irgendwie mehr. Meinen die Leute, ist vor allen Dingen der Soundtrack viel aus Galaxy 1 neu interpretiert. Und Galaxy 2 auch. Keine Ahnung, kann sein. Star Road ist eine Variation aus Galaxy. Mann, man kriegt ja echt viel Leben. Wir haben mit 128 gestartet. In dem Part 142. 390, 389, wir verlieren die ganze Zeit Leben, was soll das? Miyamoto, programmier mal mehr Leben. Kann Miyamoto eigentlich programmieren? Das ist so eine Sache, ich meine, er ist ja einfach nur ein Typ, der so die Ideen hatte, oder? Der nicht wirklich... Irgendwas muss er auch mal programmiert haben. Er kannte auf jeden Fall Sachen auf Karo-Papier zeichnen. Ja, stimmt, das ist alles, was er gemacht hat. Gezeichnet. Das ist meine Vorstellung von Miyamoto. Ihr habt es ja auch gesehen bei diesem Artbook, was man damals bei Mario Maker dazu bekommen hat, wo da Originalzeichnungen von Miyamoto drin sind. Ich glaube, das war halt wirklich alles, was er zu den Spielen dazu gesteuert hat. Zumindest ist es meine Headcanon. Ich meine, gut, er hat ja auch sehr oft die Spiele gespielt und wahrscheinlich dazu gesagt. Genau, halt. Oben. Deswegen ist Ocarina of Time auch so anders. Ich hab doch gesagt, geh nach oben, Gengo. Das ist eine Sternmünze verpasst. Ja, das hab ich wohl. Aber die schneiden jetzt rein. Das war das eine Mal, dass ich auf dich hätte hören sollen und ich hab's nicht getan. Ja, ich würde jetzt verfolgen. Wir sehen uns auf deinem Totenbett. Kämpfen. War die eine nicht eigentlich pink? Im Panzer? Ich weiß es nicht. Nein, du bist nur wieder sexistisch. Nein, das ist... Frauen direkt mit Pink assoziiert. Ist nicht unbedingt damit... Rot ist keine Männerfarbe! Vielleicht ist es in 3D World, keine Ahnung. Oh, 3D World ist ein tolles Spiel. Das ist es. Das ist wieder über 3D World reden. Wusstest du, dass es wie Mario Galaxy 1 und 2 ist? Bloß in 3D. Es ist auf jeden Fall besser als Sunshine. Welches Level in Sunshine magst du am wenigsten, Gengo? Ich hab's anscheinend nicht durchgespielt. Überraschend. Ich mochte den Freizeitpark war echt auch gar nicht. Das war aber. Bis dahin hab ich's gespielt. Ja. Der war noch am okaysten.
Ich glaube, nee, danach war. Also mit denen allen davor hatte ich gar kein Problem. Die erste Welt. Die ersten drei Welten sind auch alle gut. Danach ist ich glaube, meine Lieblingswelt ist Rico Harbor. Ich mag die Overworld, glaube ich, am liebsten. Ja gut, wenn wir die jetzt vielleicht mal mitzählen. Ja, aber ja, ist es ist gut. Ja. Ich glaube, ich mag die erste Welt mitunter am liebsten. Ich mag den Remix davon halt am meisten von der Musik her. Das klingt cool. Ja. Und halt oder den Blooper, dem du die Arme cool. ausreißt, das gefällt mir. Den hättest du noch 8-mal bekämpft im Spiel. Den Blooper behandle ich so wie Bowser Peach gerade. Ich schütte bei Dan jetzt großen 3DS ein bisschen. Oh nein, ich habe aus Versehen A gedrückt, jetzt kann ich nicht schütteln. Ah, verdammt. Beim nächsten Mal. Wenn es in die dritte Welt geht und doch mal das Foto ausgehen. Nee, beim nächsten Mal sehen wir uns im Never wieder.